Mike Altmann. Guten Tag, ich bin auch schwanger. 7. Monat. Nur falls jemand fragt, verdammte Scheiße, wieso ist er so fett geworden? Meine Damen und Herren, der nachfolgende Text könnte Ihr Leben verändern. Er gibt Ihnen eine Handlungsanleitung für einen ziemlich beschissenen Tag. Und er heißt Agro-D. Als mein Wecker wie immer um 6.29 Uhr klingelt, weiß ich sofort Bescheid. Heute ist aggressive Stimmung im Orbit. Der Wecker klingt aggro, das Laken riecht aggro, die Nachbarkinder flennen aggro. Heute ist Agro-Day. Beschließe, jede Minute dieses denkwürdigen Tages zu nutzen. Entgegen meiner sonstigen Gewohnheiten ersticke ich den Wecker nicht liebevoll mit dem Kissen, sondern verschleppe ihn nach Klein Guantanamo, das an anderen Tagen ein gutbürgerliches Badezimmer ist. Beim Waterboarding legt der Wecker ein umfassendes Geständnis ab. Er wird mir nie wieder auf den Zeiger gehen. Stehe nackig in der Dusche und finde ziemlich unanständig, was ich im Spiegel sehe. Geruchsprobe mit in die Luft gestreckten rechten Arm. Animalisch. Passt super zum Agro-Day. Steige trocken wie eine Klosterpflaume aus der Waschanlage und massiere mir aus Gewohnheit mit dem Handtuch den Rücken, bis ich einem russischen Zupfkuchen gleiche. Aus den Fleischfetzen klöppel ich mir hautfarbene Unterwäsche und einen Bartvorleger. Jetzt aber ab in die Küche. Mein Wellensittich-Bubi fordert Pfeifen-Tageslicht. Erfülle, Bubi, den Wunsch. Nehme den Käfig, trage ihn ans Fenster, öffne beides und sehe den streunenden Katzen bei der munteren Jagd zu. Immer noch besser als Mixer. Heute ist Agro-Day. Zum Frühstück gibt's Hackbraten, Englisch. Dazu Aioli mit 11 Knoblauchzehen und einer Kelle Sambal Oleg. Spüle alles mit einem schönen, warmen Ratsherrnpilz nach. Lasse Rasierer und Zahnbürste unbenutzt. Verlasse die Bude mit brennender Kippe. Auf dem Weg nach unten mache ich an jeder Wohnungstür einen kurzen Zwischenstopp und puste den Qualm durch Schlüssellöcher und andere kleine Ritzen. Auf dem Weg zur Arbeit hole ich gesammelte Strafzettel aus meiner Tasche und verteile sie hinter Scheibenwischern von Autos mit Anwohnerparkausweis. Das sorgt für Unordnung im Ordnungsamt. Am Zebrastreifen provoziere ich einen Megastau. Total gefährlich, diese offenen Schnürsenkel. Muss man sofort fest zubinden. Mit Doppelknoten. Brauche sehr lange für den Doppelknoten. Ein Skoda-Fahrer mit Oberlippenbart und Herrengelenktäschchen will mich zur Rede stellen. Ich muss nichts sagen. Trete ganz nah an ihn heran. Mein Frühstücksmenü wabert ihm in die Nase. Er bricht in ein offenes Cabrio. Die anschließende Massenschlägerei filme ich aus sicherer Distanz und stelle sie bei AgroTube ein. Der Arbeitstag vergeht schnell. Laufe von Büro zu Büro und streue Gerüchte, dass die Sekretärin mit dem Chef in die Kiste geht und die Wölbungen unter dem Sweatshirt vielleicht doch keine Speckröllchen sind. Drei Kollegen, die meiner Beförderung im Weg stehen, zeige ich anonym an wegen illegaler Facebook-Nutzung während der Arbeitszeit. Der tatsächlich schwangeren Marketing-Tussi, die mich nie rangelassen hat, die alte Sau, fresse ich alle sauren Gurken weg und fülle das leere Glas mit Nacktschnecken auf. Halb drei. Zukünftige Überstunden abbummeln. Mir ist irgendwie nach Abenteuer. Ziehe mich auf dem Klo um. In Jogginghose und mit Hederon-Beutel marschiere ich ins Arbeitsamt. Verbrüdere mich sofort mit der gesamten Warteschlange. Imitiere Lenin und plane mit dem Prekariat die Übernahme der Macht. Als ich an der Reihe bin, bestelle ich bei der Vermittlungsfachkraft lautstark eine Runde Wodka für alle. Und lasse mich auf Händen nach draußen tragen. Von den Sicherheitskräften. Das fremde Leid hat mich angemacht.
lege mich im Stadtpark auf die Lauer und bewerfe knutschende Paare mit Unterhosen vom vorletzten Jahr. Der Protest prallt an mir ab. Noch nie was von Liebestötern gehört, oder was? Rufe ich den quietschenden Teenagern hinterher. Spaziere dreckig grinsend in die Altstadt und klaue einem Touristen aus Dresden das Deutschwörterbuch. Vor der katholischen Kirche baue ich einen Trödelstand auf und biete marktschreierisch meine gesamte Pornosammlung an. Vom Erlös gehe ich in einen polnischen Nachtclub. Ich suche mir die dickste Liebesdienerin aus, trinke sie mir gärtenschlank, mache ihr absurde Komplimente und täusche einen Orgasmus vor, auf Tschechisch. 23:30, Kinder, wie Zeit vergeht. Steif wie 20 Usbeken sitze ich auf dem Sofa und zappe mich durchs Fernsehprogramm. Bleibe irgendwie bei QVC hängen. Bestelle die gesammelten Alben von Florian Silbereisen. Auf die Adresse der Hells Angels. Klingel bei meinem Nachbarn, frage ihn, ob er auch nicht schlafen kann. Ja, sagt er. Oh, sag ich, man kann nicht immer Glück haben. Er schleppt mich in seine Bude. Ich schüttle einen Reim in sein Poesiealbum und beende mein Agro-Day mit Weltmusik, Duftkerzen und einem Liter grünen Tee. Vielen Dank.